10 große und robuste Zimmerpflanzen. Wenn Sie einige große und robuste Zimmerpflanzen suchen, um Ihr Haus, Ihre Wohnung oder Ihr Zimmer zu verschönern, dann werden Sie mit den folgenden Pflanzen dieser Liste garantiert fündig. Vor allem das Thema Robustheit ist wichtig und immer öfter wird darauf großen Wert gelegt. Denn wer möchte schon, dass seine Pflanzen direkt absterben, wenn man nur ein bisschen zu viel gießt oder die Pflanzen nicht mehr zu retten sind, wenn man nur einmal vergessen hat, nach ihnen zu sehen? Oder weil eben zu wenig oder zu viel Sonne an die Standorte des Topfes kommt und die Pflanze dann schnell stirbt. Vor allem jetzt, vor dem anstehenden Winter, möchten wir Ihnen nun ein paar wunderschöne Pflanzen zeigen, die allesamt diesem wichtigen Kriterium entsprechen. Absolute Robustheit. Einen wichtigen Hinweis gilt es allerdings auch vorweg noch zu geben. Dass eine Pflanze robust ist, bedeutet nicht, dass man sorglos mit ihr umgehen kann. Man muss immer noch maßvoll gießen, sich um sie kümmern und ab und an nach ihr sehen. Hier also die Liste der großen Zimmerpflanzen, die sich als Überlebenskünstler hervortun. Der duftende Drachenbaum Janet Craig. Diese Pflanze hat alles, was man sich nur wünschen kann. Sie ist sehr groß, imposant und ein echter Blickfang. Und zusätzlich der vielleicht noch wichtigere Aspekt, sie ist sehr robust. Um genauer zu sagen, wie robust die Janet Craig wirklich ist. Der duftende Drachenbaum hat überhaupt kein Problem mit schlechteren Lichtverhältnissen. Viele Pflanzen würden eingehen, wenn sie nicht ihre heiß ersehnten Sonnenstunden bekommen. Nicht so die Janet Craig. Wenn Sie also in einer dunkleren Wohnung leben oder vor dem entsprechenden Zimmerfenster ein hoher Baum oder andere Schattenspender stehen, so sollte Sie das nicht von der Anschaffung dieser Pflanze abhalten. Ein weiterer Faktor für echtes Durchhaltevermögen ist ihre Fähigkeit, auch bei nicht idealer, also relativ geringer Luftfeuchtigkeit, zu bestehen. Die Kentia-Palme. Dieses Prachtstück heißt eigentlich Forstersche Kentia, wird aber zumeist nur Kentia-Palme genannt. Für die Kentia-Palme gelten die gleichen Vorzüge, die man auch dem Drachenbaum zuweisen kann. Sie ist sehr imposant, da sie äußerst hoch wird. Vor allem bringt sie aber auch einen exotischen Flair in ihr Wohnzimmer. Was zeichnet die Kentia-Palme also aus? Wenn man die Kentia-Palme in ihrer Höchstform erleben will, ist sie anspruchsvoll. Es braucht geschickte und gut dosierte Bewässerungstechniken. Auch verlangt die Kentia nach angemessenem Licht, da sie von ihrer Art her an sehr viel Sonne gewöhnt ist. Profigärtner und auch Hobbygärtner mit viel Liebe zum Detail können sich also hier ein echtes Prachtexemplar ziehen. Doch die gute Nachricht für jeden, der das Gießen manchmal vergisst. Die Kentia hält sehr viel aus und steht deswegen auf dieser Liste. Aufgrund ihres natürlichen Lebensraums gehört sie sogar zu den härtesten. Staub, schlechte Pflege, wenig Wasser. All das kann sie überleben. Die Schusterpalme. Diese Pflanze darf sich ebenfalls in die Kategorie große und robuste Zimmerpflanzen einreihen. Zwar ist sie im Vergleich zu den beiden erstgenannten eher ein kleinerer Bruder, aber immer noch von einer nicht zu übersehenden Größe. Und beim Thema Robustheit steht sie den anderen Kandidaten auf der Liste in nichts nach. Die Schusterpalme gehört zu den Sorten, die bei wenig Licht sogar die Kusshand werfen und glücklicher wird. Allein durch dieses Attribut steht sie auf der Wunschliste vieler Gärtner, die schlichtweg nicht genug sonnige Plätze im Haus haben. Den Namen verdankt die Pflanze übrigens ihrer Geschichte, denn die Pflanze war besonders beliebt in Werkstätten, was ungefähr so viel bedeutet wie viel Staub, ungeregelte Luftfeuchtigkeit, fehlende Pflege. Damit qualifiziert sich die Schusterpalme also perfekt als Alleskönner für jeden Ort. Die Diefenbachia. Diese auch dumm Zuckerrohr genannte Art kann einerseits in der Natur vorkommen, wird andererseits aber auch äußerst gerne als Zier- und Zimmerpflanze eingesetzt. Ebenfalls groß, aber eher schlank, kennzeichnet sich die Diefenbachia vor allem durch die wundervollen Muster auf den Blättern. Ähnlich der sehr teuren Monstera variegata oder den selteneren Formen der Efeutute haben diese eine trübweißliche Färbung und deuten auf eine äußerst edle Pflanze hin. Die Art der Diefenbachien sind eine robuste Pflanzenart, haben im Vergleich zu den meisten anderen Pflanzen auf der Liste aber eher schlechtere Karten. So ist die Diefenbachia ebenfalls eine Schattenpflanze. Zu viel Sonneneinstrahlung sollte aber unbedingt vermieden werden. Wenn die Blätter jedoch stark verblassen, gibt es zu wenig Licht. Hier ist also ein feinfühliger Gärtner gefragt. Gleichzeitig reinigt die Diefenbachia die Luft.
Auch bezüglich Wasser ist die Pflanze sensibler. Wenn sich die obere Schicht Erde trocken anfühlt, muss gegossen werden. Umgekehrt, bei sehr weichem Stiel, bitte weniger gießen. Die Efeutute. Diese Hängepflanze ist ein Topseller in den Gartencentern und Baumärkten und wird von den meisten Pflanzenliebhabern heiß geliebt. Klein anfangend wird die Efeutute zu einem höchst eindrucksvollen Gebilde. Groß, viel Platz einnehmend, wunderschön anzusehen und eben sehr robust. Diese Pflanze besticht nicht nur durch hervorragende dekorative Fähigkeiten, sondern belegt einen der vorderen Ränge bei der Pflegeleichtigkeit. Sie macht es jedem Profi und Hobbygärtner sehr einfach und ist äußerst genügsam. Was den Lichtbedarf angeht, so wird die Efeutute gar auf Listen geführt, die Pflanzen mit wenig Lichtbedarf aufzählen, was sehr vielsagend ist. Jedoch gilt, wenn sie mehr Licht bekommt, entwickelt sie sich auch besser, was Marmorierung und Farbintensität angeht. Also definitiv keine Scheu vor dem Licht. Einer der größten Vorteile dieser Pflanze ist allerdings der Wasserbedarf. So wird sich die Efeutute maximal gut entwickeln, wenn man sie nur alle 7 bis 10 Tage gießt. Der Kolbenfaden. Der Kolbenfaden gehört zur Familie der Aronstabgewächse. Als eine der im Verhältnis kleineren Kandidaten auf der Liste besticht er durch seine Robustheit und liegt, vor allem was die schönen Blattzeichnungen angeht, gleich auf mit den selteneren Efeututen oder der Diefenbachia. Denn auch der Kolbenfaden hat weiße Zeichnungen auf den Blättern, einzeln durchsetzt mit gesprenkelten grünen Flecken. Einen zusätzlichen On-Top-Effekt bietet der Kolbenfaden dadurch, dass er Blüten entwickeln kann, die strahlend weiß erblühen. Warum aber verdient sich der Kolbenfaden einen Platz auf der Liste der großen und robusten Zimmerpflanzen? Wie bei den meisten der anderen Arten ist auch die Robustheit einer der wichtigsten Charakteristika des Kolbenfadens. Die Pflanze zehrt sehr langsam an ihrem Wasser und muss nicht oft gegossen werden. Damit eignet sie sich hervorragend als Zimmer- oder eben als Büropflanze, die außerdem auch mit etwas weniger Licht zurechtkommt. Das Fensterblatt. Die eigentlich Monstera deliciosa genannte Pflanzenart ist eine der beliebtesten Pflanzenarten überhaupt, zumindest derzeit. Das Fensterblatt sorgt für echte Urlaubsgefühle und Momente der Entspannung und des Wohlfühlens auf exotisch anmutendem Terrain. Die Blätter leuchten grün und riesig und Blattzeichnungen, vor denen sich Künstler verneigen. Sich eine Monstera zuzulegen, würde sich allein schon wegen ihrer Pracht lohnen. Doch andere Faktoren machen die Pflanze noch weit besser. Die Monstera freut sich zwar über viel Licht, kann aber auch eine gewisse Zeit ohne bzw. mit weniger Licht auskommen. Diese schattige Zeit sollte allerdings in Grenzen gehalten werden. Genau genommen sollte man sie so kurz wie möglich halten. Die Monstera braucht nicht übermäßig viel Sonne, aber sie braucht Licht. Insofern sollte also ein sonniges Plätzchen gesucht werden. Was ihren Wasserbedarf angeht, ist die Monstera gut zu handhaben. Wenn die Oberfläche der Erde trocken ist, sollte wieder gegossen werden. Die Hanfpalme. Die chinesische Hanfpalme aus der Familie der Palmengewächse hat ihren Ursprung im kalten, aber sonnigen Himalaya. Damit eröffnet sie eine neue Kategorie der großen und robusten Zimmerpflanzen. Während die vorigen mit Ausnahme des Fensterblatts alle sehr tolerant gegenüber Schatten waren, stellt diese hier das Gegenteil dar. Die Hanfpalme übersteht auch die extremste Sonneneinstrahlung und das Ganze mit kaum Wasser. Genau dieser Faktor berechtigt sie dazu, auf dieser Liste zu stehen. Die Pflanze, die es von ganz klein bis ganz groß gibt, hat eine relativ einzigartige Form und erfreut deshalb das Auge vieler Profis und Hobbygärtner sowie dem Pflanzenliebhaber im Allgemeinen. Die Hanfpalme verzeiht ihnen es auch über einen längeren Zeitraum, wenn sie das Gießen vergessen. Diesbezüglich ist die Pflanze also sehr stark aufgestellt. Doch dabei sollten sie nie vergessen, gönnen sie der Pflanze so viel Sonnenlicht wie möglich. Die Yuccapalme. Sehr trendy, sehr beliebt, sehr robust. Die Yuccapalme darf auf der Liste der großen und robusten Zimmerpflanzen weiß Gott nicht fehlen. Die Yucca, die auch unter der Bezeichnung Palmlilie geläufig ist und damit die starke Repräsentanz der Palmengewächse auf dieser Liste weiterführt, hat ihren Ursprung vor allem in Mittelamerika und teilweise in den südlicheren Gebieten der Vereinigten Staaten. Die Yuccapalme ist an unterschiedlichsten Orten sehr beliebt. In Büros, zu Hause in Wohnzimmern und Schlafzimmern, in Wartezimmern und viel mehr. Diese Beliebtheit ist auf zwei entscheidende Faktoren zurückzuführen. Zum einen, da die sehr ästhetische Form dieser Pflanze, die bekannt für ihre hellgrün glänzenden Blätter in Schwertform ist,
Zum anderen ist es ihre überzeugende Robustheit. Die Yucca-Palme reiht sich hinter der chinesischen Hanfpalme in die Sorte Pflanzen ein, die die Sonne anbeten und auf Wasser verzichten können. Sie dürfen also nicht nur selten gießen, sie sollten das sogar. Die Bananenstaude und Ananaspflanze. Der Eukalyptus. Diese letzte Pflanze auf der Liste ist ein Ausnahmefall, doch auf der Liste große und robuste Zimmerpflanzen definitiv richtig. Während alle anderen Kandidaten echte Größen sind, imposant dastehen und definitiv jeden Blick auf sich ziehen, so ist der Eukalyptus weitaus kleiner und definitiv die kleinste Pflanze der Liste. Er überzeugt jedoch so sehr durch Robustheit und durch Bestehen selbst in widrigsten Umgebungen, dass er als Abschluss auf diese Liste gehört. Zumal der Eukalyptus ja sehr schön ist, kleiner aber fein sozusagen. Zu der Gattung des Eukalyptus zählen weit mehr als 500 Unterarten und die Pflanze ist hauptsächlich in Australien, Tasmanien und Indonesien beheimatet. Das sagt dann auch bereits sehr viel über den kleinen Überlebenskünstler. Denn auch er zählt zu den Sonnenpowerpflanzen. Wenn Sie einen Eukalyptus haben oder sich einen zulegen wollen, lassen Sie ihm genug Sonne zukommen. Wenn Sie ihm nur diesen einen Gefallen tun, wird er sich extrem wohlwollend verhalten und auch lange Trockenperioden schadenfrei überstehen. Das Fazit. Wie anfangs bereits angesprochen wurde, muss Ihnen eines bewusst sein. Große und robuste Zimmerpflanzen sind nicht überirdisch. Sie brauchen Licht, Wasser und Aufmerksamkeit. Denn ohne geht es schlichtweg nicht. All das macht Pflanzen doch schließlich auch aus. Es ist eben ein Geben und Nehmen. Wie Sie also festgestellt haben, wurde Ihnen hier eine ganze Reihe an Pflanzen an die Hand gegeben, die Sie in Ihren Häusern, Wohnungen und Büros aufstellen können. All diese Pflanzen halten wirklich überdurchschnittlich viel aus. Je nachdem sehr viel oder sehr wenig Sonne, wenig und vernachlässigende Pflege sowie sehr seltenes Gießen. Das bedeutet aber jedoch nicht, dass das die Idealzustände der Pflanzen sind. Die Pflanzen in der vorderen Hälfte vertragen relative Dunkelheit besser als andere Pflanzen, freuen sich jedoch auch über Licht mittlerer Helligkeit. Und jede dieser Pflanzen bevorzugt es, zumindest ab und zu gegossen zu werden. Das sollte also nicht ganz unterlassen werden. Hiermit ist Ihnen hoffentlich ein guter Leitfaden mit an die Hand gegeben und Sie finden viel Freude an Ihren Pflanzen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann lassen Sie uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Für mehr Informationen zu dem Thema aus diesem Video besuchen Sie ganz einfach unsere Website hausundgarten-profi.de oder abonnieren Sie ganz einfach diesen Kanal. Vielen Dank und wir freuen uns schon, Sie beim nächsten Video begrüßen zu dürfen.